Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession und zum Spiel Alex, das wir ja schon seit einiger Zeit zocken und das mit voller Freude. Ich habe vom lieben Robert S33, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ein paar Tipps bekommen. Ich habe nämlich ein paar Quests übersehen und die möchte ich hier in dieser Aufnahmesession nachholen. Aber zuerst wäre es vielleicht taktisch sogar klug, dass wir noch kurz zu dem Questziel darauf laufen, in der Hoffnung, dass wir einen Teleporter finden. Dann müsste ich nämlich die ganze Strecke nicht nochmal dorthin, also hierher hatschen, um hier weiterzumachen. Ich hoffe, ich liege richtig mit meiner Vermutung, dass wir hier bald einen Teleporter finden tun. Es würde mich wirklich sehr freuen. Da hinten sind, glaube ich, Hornwölfe. Das ist nicht so gesund. Da hätten wir einen Kryteur. Aber die nehmen wir mal mit. Ich glaube, die sind echt nicht so gesund. Ich halte noch schnell Ausschau zwecks Teleporter, ne? Ich hoffe echt, dass wir da einen finden tun. Auf jeden Fall wird der da mal dran glauben. Zack, zack. Au, oder ich glaube dran. Werden wir sehen. Zack. Ist der erledigt? Boah, das ging gut. Es muss noch ein bisschen der Hintergrund laden. Ich habe gerade das Spiel neu gestartet. Also neu gestartet wieder. Hä? Was war? Ah, jetzt kommen die Geräusche. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Ja, so ist es umgegangen, genau. ja, so. Mal ein bisschen was essen. Da, das wird sich echt rendieren, diese Viecher da umzuhauen, ne? Haben wir gelootet? War ich so brav? Ja. Gut, dann essen wir noch ein bisschen was. Ich merke schon, wir können das Essen jetzt wirklich aufbrauchen anfangen. Wir sind jetzt schon stark genug, oder... Besser gesagt, wir haben genug Lebenspunkte, dass wir das Essen hier, also dass sich das für uns fast nichts bringt mehr, ne? Wir bräuchten da schon was Anspruchsvolleres. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Fällt wahrscheinlich gar nicht auf. Ich renne auch ein bisschen mit Absicht so am Rand herum, in der Hoffnung, dass ich jetzt ganz fix einen Teleporter finde. Weil das möchte ich unbedingt noch machen in dieser Aufnahmesession. Ich habe es auch versprochen, also wird es auch gemacht. Boah, das Ding schaut wieder cool aus, ne? Ist sogar ungefähr dort, wo wir hin müssen. Ja, flatter, flatter. Teleporter. Wo du sein tun. Und zwar zu den Quests, die ich, die wir übersehen haben. Oh. Ganz unabsichtlich natürlich. Ah. Ich glaube, das ist gerade nicht so gesund, da lang zu gehen. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen beeilen, nicht, dass die uns noch erwischen. Das ist ein bisschen ungesund hier. Aber da wäre sicher auch ein Teleporter versteckt. Das wird nämlich schon so danach ausschauen. Sollen wir uns hier reintrauen? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich umgebracht werde, deshalb werde ich gleich mal speichern. Weil das, ja, warte. Das wäre also nichts leichter wie das, sollte ich sagen. So, ja bitte. Speicher, 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 Speicher. Laram. Sehr gut. Nichts leichter wie das. So. Furchteinflößend. Lass uns nicht zu lange in der Stadt bleiben, okay? Das Ding sieht aus, als würde es uns auf den Kopf krachen. Das da vorne? Aha, ich bin mir jetzt sicher, ob man das so nennen kann. Ohne Befestigung. Wenig ehrenhaft, der Topfer. Ja, wir werden auf jeden Fall mal bis zum nächsten Morgen schlafen. Weil ich hier gerade diese... Bis später. Wir reden da. Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Da lebt jemand. Outlaw. Aha. Also, wir sind bei den Outlaws gelandet. Jo, dann muss es hier sicher einen Teleporter geben. Moment, den werden wir uns gleich mal suchen. Tun. Ein Federvieh. Das lasse ich mal leben.
Vielleicht haben wir ja Glück und finden das recht schnell. Schaut aus wie ein ehemaliges Kolosseum oder so, ne? So, Zocki, keine Zeit verdrödeln. Gib Gas. Aha, der schaut auch ein bisschen ungesund aus. Schauen wir mal, was es da oben gibt. Nix. Oh, doch, hätte es was gegeben. Warte kurz. Da oben ist jemand verstorben. Ja, so geht's auch. Da ist nämlich jemand verstorben. Da. Klopapier, Klopapier. Das Wichtigste. Ja, mal da hinten schauen. Gibt's hier noch irgendwas für uns? Schaut irgendwie nicht so aus. Okay, dann gehen wir wieder weg. So. Oder besser gesagt, wir gehen weiter. Die Frage ist jetzt nur, wo wird der Teleporter sein? Wenn es so aufgebaut ist wie in Goliath, wir sehen da drüben eine Brücke, müsste es irgendwo dort in der Nähe sein. Wir können ja sprinten, also würde ich sagen, wir sprinten auch mal und hoffen einfach unser Bestes. Hey, was soll denn das? Ich bin Let's Playerin. Hallo, ich muss reden. Ich glaube, es hackt, echt. Sei lieber still. Mimimi. Echt unfassbar. Also ich hatte ja gehofft gehabt, dass es hier irgendwo... Halt, was wächst da? Da war gerade was. Eine Seerose. Ne, echt? Cool. Die können wir mitnehmen. Fein, das freut mich. Ma, ich mag Seerosen. Die sind so schön. Aber ich habe leider selber kein Biotop oder einen Deich, wo ich die anpflanzen könnte. Da gibt es so wunderschöne Farben. Vor allem die in Rosa gefallen mir sehr, sehr gut. Also mit den rosa Blüten halt. Ich glaube, ich habe einen Teleporter gefunden. Juhu, wir haben einen. Sehr gut, das wollte ich haben. Dieser Teleporter hat eine Verbindung zu einem weiteren, der sehr weit entfernt von hier ist. Scheinbar habe ich gerade noch einen weiteren Teleporter in der Nähe des Horts der Kleriker in Idladon aktiviert. Ach so, das geht da? Aber der geht jetzt schon, also wir dürfen schon mal dahin, ne? Die Karte tut laden. Echt jetzt? Da drüben? Tatsächlich? Hey, das ist aber cool. Leidens, das ist cool. Aber, wie versprochen, wir müssten normalerweise jetzt hierher zurückkehren dürfen. Da oben haben wir Teleporter, da haben wir ja auch schon einen, die kleine Farm. Also das passt ja schon einmal, ne? Da oben wäre... Ah, da wäre die Truhe. Buh, darf ich das noch schnell machen? Ich hoffe, lieber Robert, bitte sei mir nicht böse. Ich probiere das gleich mal, weil wir sind ja hier. Ich weiß, ich wollte sagen, ich wollte es später machen. Ich probiere es einfach mal ganz kurz. Ist sie da in dem Häusl drinnen? Dem Häusle. So, ruck. Komm, ja. Du bist doch alt. Das wollte ich eigentlich nicht, aber ist ja wurscht. So. Wie soll das alles nur enden? Die Truhe hier. Erstmal was trinken. Ja, Prost. Ich würde sagen... Wir probieren es mal bis Mitternacht zu pennen. Ist das dein Ernst? Boah, ist da finster. Das müssen jetzt sicher friedliche Zeiten gewesen sein. Na toll, wir warten ein bisschen. Können wir schleichen? Ich hab's vergessen. Konnte man schleichen? Ich glaube schon, ne? Man kann schon irgendwie schleichen. Na Kumpel, willst du nicht auch schlafen gehen? Aha, auf gehen habe ich jetzt mal gedrückt. Mhm. Ich speichere lieber mal. Das ist gerade echt ein bisschen ungut, dass der Kerl da stehen tut. Der wird, jetzt kriegen wir sicher was hinter die Ohren. Hundertprozentig. Aha. Ja, natürlich. Wieder Schlösser knacken. Ich glaube, das war gar nicht mal so. Das okay. War wohl nichts. Der Dietrich hin. Nee, echt jetzt? Aha, klack, klack. Aha, drei dürften passen. Okay, also drei passen mal. Dann der, dann würde ich sagen der, dann die beiden. Aha, die gehen überhaupt nicht. Mann, also nur einer hätte gepasst wahrscheinlich. Also so, dann so, dann so. Das war wohl nichts. Mann, ey. Wie ist das dann gedacht? So?
Das passt ja auch nicht wirklich, oder? Den Anfang zu finden, der ist immer ein bisschen schwer. Vielleicht zwei? Na, auch nicht wirklich. Ich glaube, ich gehe das komplett verkehrt an. Ich kann nicht mehr Schlösser knacken. Ja, soweit ist es jetzt schon mit mir gekommen. Aber das muss mit diesen drei beginnen. Der vierte geht ja nicht. Also drei. Dann müsste es eigentlich du sein. Vielleicht die beiden gleichzeitig. Ah, jetzt haben wir's. So. Zu einfach. Genau. Instand gesetzter Granatenwerfer und Elixit. Wir nehmen alles mit. Mit der X-Taste. Genau. Ich muss jetzt wieder in die Steuerung reinkommen. Ich habe jetzt zwei Wochen nicht gespielt, weil ich so viel im Voraus aufgenommen habe, dass ich die Parts mal verbrauchen musste. Der hat es nicht gemerkt. Gut, passt. Bin ich zufrieden. Jo, wir können abhauen. Oh, ich sollte nochmal schlafen. Weißt was, porten wir uns einfach mal weg. Aber drunten gab es, glaube ich, keine Schlafmöglichkeiten. Ich habe bis Mitternacht eingestellt, ne? Ist hier zufällig noch ein Schlafsack frei? Ah, da hinten, schau, ich sehe ihn. Geht's dir auch so? Ja, sicher, mir geht's immer so. Bis zum nächsten Morgenpennen nochmal, dann passt das schon. Nee. Das war klein nee. Ja, wir müssen früher viele Zivilisten gelebt haben. Ja, früher war es hier richtig voll. Schon fast zu voll. Sage ich das so, nicht. Also, wir müssen zum Konverter. Da gibt es jetzt zwei Sachen, die ich übersehen habe. Wo beginnen wir denn am besten? Ich schau mal, wo wir jetzt rauskommen. Ich denke mal, mit dem roten Container werden wir beginnen. Jetzt werdet ihr euch denken, welcher roter Container denn? Wo sind wir denn hier? Wie bin ich denn damals gelaufen? Nochmal im Kreis gedreht. Ah, da hinten wäre ein Kreta. Ich schnapp mit denen mal kurz. Wir brauchen Erfahrungspunkte, deshalb denkt sich bitte nichts dabei. Ich muss alles niedermetzeln, was niedermetzelbar ist. Servus. Oh, geht halt schon schlecht, ha? Huh? Die Energie ist natürlich jetzt wieder im Arsch. Zack, oh, ich bin super ausgewichen. Ich glaube, heute könnte es was werden mit mir. Ich glaube. So, die Blümchen nehmen wir auch mit. So, da sind wir mal verkehrt. Da war irgendwo eine Hauptstraße. Zu dieser... Es legt schon wieder, weil es alles laden tut hier da im Hintergrund. Da gab es eine Da ist sie. Da gab es die Hauptstraße. Also es müsste die hier sein. Da haben wir einen schwachen Wühler besiegt und da vorne ist der rote Container, wo sich jemand, wo jemand sein soll, der für uns eine Quest hat. Wie ich den übersehen habe können, ist mir ein Rätsel. Ich glaube, das lag daran, dass ich gar nicht mal hier lang gelaufen bin. Sonst wäre mir nämlich der Kerl hier aufgefallen. Na, wer bist denn du? Korsin. Na, das war's dann wohl. Jetzt schickt man mir schon Kopfgeldjäger auf den Hals. Kopfgeldjäger? Natürlich. Ich kenne Visagen wie deine doch zur Genüge. Oder willst du mir etwa erzählen, du bist rein zufällig hier? Also ich bin mir ganz sicher, dass wir keinen Zwillingsbruder haben. Also woher will der unsere Visage kennen? Naja. Vielleicht, haben wir einfach ein merkwürdiges Gesicht. Langsam erklär mir erstmal, was Sache ist. Deine Laune muss einen Grund haben. Ich bin im Auftrag der Werker aus Goliath hier. Ich denke mal das untere. Ich bin im Auftrag der Werker aus Goliath hier. Und ich bin der Pilger höchstpersönlich. Aber genug rumgescherzt. Na, das stimmt nicht. Vergiss einfach, dass wir uns begegnet sind. Ich stecke eh schon so tief drin. In der Scheiße bin ich mir gerade nicht sicher, was stinken tut's hier gerade nicht. Außer der markante Männergeruch. Warum hast du dich ausgerechnet hier verkrochen? Ich bin auf der Suche nach Maschinenteilen. Ja, beides wäre nicht schlecht. Ich mach mal das obere. Warum hast du dich ausgerechnet hier verkrochen? Seit die Alps ihre Stellung aufgegeben haben, kannst du hier fette Beute machen. Zumindest in der Theorie. Praktisch gesehen ist dieser Ort eine Todesfalle. Noch immer lauert die Gefahr an jeder Ecke.
Und wenn es ganz dick kommt, hast du noch ein paar Mutanten im Nacken, die dir die Haut vom Leib reißen. Ganz zu schweigen von der giftigen Brühe, die dir alles hochkommen lässt. Ja, dann ist es ja eine beschissene Situation. Ja, ich bin auf der Suche nach Maschinenteilen, richtig. Ich bin auf der Suche nach Maschinenteilen. Maschinenteile? Moment, dann ist ja doch nicht alles verloren. Langsam. Jora hat dich mit keiner Silbe erwähnt. Hat er nicht? Aber dabei bin ich doch beauftragt worden, am Konverter Maschinenteile zu suchen. Aha, dann war das ein Ich will dich loswerden, Geschichte. Warum wurde ich dann geschickt? Das ergibt keinen Sinn. Oh doch, es ergibt schon einen Sinn. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er einfach diesen Corin loswerden wollte. Und ihn quasi zum Konverter geschickt hat, mit dem Hintergrundwissen, dass er dort eh verrecken wird. Also, ne? Warum wurdest du denn hierher geschickt? Also ich halt. Warum wurde ich dann geschickt? Du bist wohl noch nicht lange unter den Berserkern. Wärst du es, wüsstest du, warum er dich geschickt hat. Pass auf. Die Berserker versorgen dich mit allem, was du brauchst. Klamotten, damit du nicht erfrierst. Stahl, damit du überlebst. Und das Gesetz, damit du funktionierst. Und was ist das Problem dabei? Ganz einfach. Fällst du aus dem Rahmen, war's das mit dem Zusammenhalt. Du wirst verbannt oder hingerichtet. Mhm. Und beides möchte ich mir gerne ersparen. Denn was in den Wäldern vorgeht, ist mir unheimlich. Ach, da gibt's so ein paar Typen, so ein paar Viecher. Die sind halt auch hungrig, ne? Aber eines Tages, wenn wir zum Jäger. Jawohl, dann sind die unsere Beute. Auf jeden Fall Maschinenteile. Hast du jetzt welche oder nicht? Die Maschinenteile. Hast du welche? Ach, vergiss doch für einen Moment diesen Mist. Ja, ich habe ein paar finden können und nein, ich bin außerstande, weitere zu finden. Sie sind der Grund, warum ich nicht zurück nach Goliath kann. Außer, du hilfst mir dabei, die restlichen zu finden. Das könnte mich vor der Verbannung retten. Man wird darüber hinwegsehen, dass ich so lange gebraucht habe. Lange gebraucht, willst du mich schälen? Wir sind jetzt auch nicht viel schneller. Nein, Jora gab mir einen Auftrag und den führe ich aus. Na, wird uns schon helfen. Wenn ich das für dich tue, will ich, dass es sich auch lohnt. Wenn ich das für dich tue, will ich, dass es sich lohnt. Das wird es. Nicht verbannt zu werden, lasse ich mich was kosten. Als Toter könnte ich meine Splitter sowieso nicht ausgeben. Ja, dann tut's mir anders für dich, so als sofern man dich findet. Duras gefällt das nicht? Oh. Er ist mir der Harte, ne? Lass uns noch einmal über die Maschinenteile reden. Deine Bewaffnung lässt zu wünschen übrig. Boah, wie fies. Maschinenteile. Lass uns noch einmal über die Maschinenteile reden. Warum hast du deinen Auftrag nicht zu Ende gebracht? Hier, das habe ich im Konverter gefunden. Mal das obere, weil blöd weiterfragen. Warum hast du deinen Auftrag nicht zu Ende gebracht? Bei dir klingt es so, als wäre das das Alltäglichste von der Welt, das Zeug zu beschaffen. Diese Konverter sind tödliche Maschinen. Und für mich macht es dabei keinen Unterschied, ob einer stillgelegt ist oder nicht. Ich habe mich schon soweit es geht dort umgesehen, aber wurde immer wieder an der Suche gehindert. Und wo ich weiteres Material finde, weiß ich auch nicht. Selbst wenn man mich mit der Nase darauf stoßen würde. Wieso nicht? Weil ich kein Outlaw oder Kleriker bin. Mir ist Technik völlig fremd. Es grenzt eher an ein Wunder, dass ich überhaupt etwas finden konnte. Hier, das habe ich im Konverter gefunden. Hier, das habe ich im Konverter gefunden. Ein Bartes? Wahnsinn! Du weißt gar nicht, wie tief ich in deiner Schuld stehe. Hier, nimm so viel du tragen kannst. Jetzt wird man nachsichtig mit mir sein. Ich habe mich in dir getäuscht. Du bist eine ehrliche Haut. Danke. Ja, wir sind ein ehrlicher Gauner. Das sind wir schon seit Gothic 1, Risen und natürlich jetzt auch bei Alex. Das ist ganz klar. Abgebrochen, Alex Nachschub. Oh je. Also Bill was schafft man nicht. Das ist auch, ach, das ist doof. Aber ich spiele das blind, ne? Seid mir bitte nicht böse, wenn ich irgendwas verkehrt mache. Es ist halt einfach so. Bringst du das Zeug jetzt nach Goliath? Bringst du das Zeug jetzt nach Goliath? Ich werde mich bald aufmachen. Hoffentlich bricht dieses Monstrum nicht über mir zusammen. Du kommst schon klar.
Ja, ich bin zwar nicht so leichtfüßig wie du unterwegs, aber mit den Teilen im Gepäck habe ich frischen Mut getankt. Also lass dich nicht aufhalten. Man sieht sich. Das hoffe ich. Deine Bewaffnung lässt zu wünschen übrig. Deine Bewaffnung lässt zu wünschen übrig. Ich hatte gehofft, es würde dir nicht auffallen. Aber der Prügel, den ich für gewöhnlich mit mir führe, ist mir aus der Hand geglitten. Na toll. In eine Grube hinein. Wäre ich hinabgestiegen, hätten sie mir den Weg abgeschnitten. Du könntest nicht zufällig... Ja, ja. Du hast dir den Verlust selbst zuzuschreiben, Bobby gemeint. Warum sollte ich mich der Gefahr stellen? Jo. Warum sollte ich mich der Gefahr aussetzen? Weil du den Eindruck machst, als hättest du mehr Kampferfahrung als ich. Ich würde bei dem Versuch draufgehen, so viel ist sicher. Ich muss sie einfach wiederhaben. Na dann, wir machen das schon. Ich treibe deine Waffe wieder auf. Du wirst sie in der Vertiefung beim Konverter finden. Sei aber vorsichtig und pass auf deinen Rücken auf. Ich nehme an, die Belohnung fällt entsprechend aus, ne? Ah, das können wir nicht machen. Okay, das wär mal. Werde ich. Gut. Ich warte so lange hier. Wir müssen noch was lernen. Das ist gut, echt? Das gefällt dir? Na fein. Können wir eigentlich was kochen? Da fehlt noch was. Ja, ich weiß, diese komische... Weißt was? Ich werde jetzt mal das rohe Fleisch ein bisschen horten. Vielleicht können wir so einen Eintopf oder so kochen. Ich glaube nämlich, das gibt's auch. Metallschrott nehmen wir gleich mal mit. Das wäre nämlich echt eine feine Schicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir brauchen jetzt noch 6 Maschinenteile. Na, Prost, Mahlzeit. Gut. So, diesen Kerl hätten wir jetzt mal gefindet. Jetzt müssen wir zum Konverter zurück. Da gibt es jetzt dann also quasi insgesamt 2 Quests. Die eine wäre eben, seine Waffe zu finden. Und die andere Quest wäre... Da bin ich sogar in der Nähe gewesen. Diese komische Kampfmaschine oder Kriegsmaschine, wie die auch immer heißen tut. Warte, bin ich da jetzt richtig? Na, das da vorne ist, glaube ich... Besser wachsam sein. Ja, tut mir leid. Ich habe schon gemerkt, ich bin da verkehrt. Ich bohrt mir einfach. Ich kenne mich gerade nicht aus. Ah, bin so doof. Also Konverter. Ja, bitte. Und zwar bei dieser Kampfmaschine, da müssen wir vorbei. Ich hoffe, du das kannst schleichen. Und ist leise. Ich bin es definitiv nicht. und bei der Maschine, wenn wir drumherum gehen, gibt es dann auch noch eine Quest. Also mal schauen, ob ich das hinkriege. Ich hoffe es wirklich sehr. Ich glaube, das war hier irgendwo. Bilde ich mir ein. Oh, der Part ist zu Ende. Entschuldigung. Das passiert eben, wenn man wieder anfängt zu zocken. Man ist schon wieder voller Elan und Begeisterung dabei und ich habe schon übersehen, dass wir 3 Minuten drüber sind. Tut mir sehr leid. Ihr Lieben, wir machen Schluss für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Auch an dich nochmal, lieber Robert, für deine Tipps. Ich hoffe, es ist... ich hoffe, das passt so, wie wir das machen. Immerhin haben wir den einen schon gefunden, den anderen bin jetzt dabei. Wir werden das schon hinkriegen. Ich bin gespannt, wie viel ich noch übersehen habe oder beziehungsweise wo ich noch dahinter kommen werde, was wir machen können, was wir finden werden, was wir tun können. Es ist so groß, es ist einfach viel zu groß, das Ganze hier. Aber wir kriegen das hoffentlich hin. Und lange Rede, gar kein Sinn, wie es so schön heißt. Ich weiß, kurzer Sinn, aber bei mir gibt es keinen Sinn. Also, ne? Ich wünsche euch von ganzem Herzen einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video hier schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!